Mozart, Falco oder Parov Stelar. Musik hat in der Geschichte Österreichs schon immer einen besonderen Stellenwert. Und nun 49 Jahre nach dem Sieg von Udo Jürgens bringt Conchita Wurst den Eurovision Song Contest zurück nach Wien. Grund genug, Musik auch zum Schwerpunkt des Österreich-Auftritts auf der ITB in Berlin zu machen. Der Song Contest bringt eine große Chance für Österreich, sich vor einem Millionenpublikum zu präsentieren. Hierzu Niki Gräser von Wien Tourismus. Wir arbeiten gerade ein umfangreiches Rahmenprogramm mit dem ORF aus für alle Delegationsmitglieder und natürlich auch für die Journalistinnen, die im Pressezentrum akkreditiert sind. Wir haben bereits jetzt das Feedback von der EBU bekommen, dass es sich dabei um das umfangreichste Rahmenprogramm für die Delegationen in der Geschichte des Song Contests handelt. Wir sind sehr, sehr stolz drauf. Auch die Wien Holding bereitet sich intensiv auf den Song Contest vor. Zu Geschäftsführer Peter Hanke. Wir erwarten ja rund 1700 Journalisten zu dem Zeitpunkt und da muss man natürlich auch versuchen, alles zum Thema Kultur und zum Thema Wirtschaft zu kommunizieren, um dann einen nachhaltigen Effekt zu haben, sodass möglichst viele Touristen in den nächsten Jahren auch wieder nach Wien kommen. Sound of Music gilt als einer der meistgesehenen Filme aller Zeiten und feiert 2015 das 50-jährige Jubiläum, erklärt Herbert Brucker von Tourismus Salzburg. Fox und Rogers und Hammerstein, die Rechteinhaber, lancieren eine große Jubiläumskampagne weltweit in den Fernsehkanälen und Salzburg und Österreich werden sicher davon profitieren. Vor allem internationale Gäste kommen durch Sound of Music nach Salzburg. Hier erwartet Leo Bauernberger vom Salzburger Landtourismus noch eine Steigerung. Derzeit haben wir über 300.000 Gäste jedes Jahr, die zu diesem Thema Österreich nach Österreich kommen, nach Salzburg kommen. Und jetzt das Jubiläum wird das natürlich verstärken. Wir erwarten uns 10-15% mehr Gäste. Die Direktorin der Seefestspiele Mörbisch, Dagmar Schellenberger, beschreibt die Highlights in diesem Jahr. Wir haben wirklich tolle Künstler dabei. Wir haben das Sänger der Staatsoper in Wien dabei. Die Josie Prokopetz ist auch dabei. Also das Kabarett und Klassik wird sich im Sommer bei uns treffen. Wir haben ein großes Blasmusikfestival. Noch bis Sonntag haben Besucher der ITB die Möglichkeit, am Stand der Österreich-Werbung an mehreren Musikhörplätzen die Vielfalt österreichischer Musik zu erleben. Oder auch typisch österreichische Gerichte im Café am Stand der Österreich-Werbung zu genießen und sich bei rund 70 Ausstellern über den Urlaub in Österreich zu informieren.